Christian, Hanno, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt fürs große Abschlussinterview nach der Saison. Die erste Frage, Hanno, an dich. Wie viele Körner hat denn die Saison gekostet? Ja, sehr viele. Ich glaube, das muss man so sagen. War eine sehr anstrengende Saison. War ja intensiv, ist auch sehr schnell umgegangen in meinem Empfinden. Und sicherlich hat viele Körner gekostet und die müssen wir jetzt natürlich im Urlaub wieder reinholen. Christian, wie viele Nerven hat es denn auch gekostet, die Saison, der Abstiegskampf mit dem Club? Ja, sehr viele natürlich. Ich kenne das ja auch so ein bisschen aus meiner Vergangenheit. Habe ja die letzten 4 Jahre jetzt nur Abstiegskampf kennengelernt. Und das war zum Vergleich zu diesem Jahr, war das die vergangenen Jahre eher nichts. Und also es war sehr nervenaufreibend. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, gegen Gladbach ist leider der 9. Abstieg des Clubs besiegelt worden mit der Niederlage und dem gleichzeitigen Sieg des VfB. Wie sehr schmerzt das jetzt im Nachhinein noch? Schmerzt natürlich sehr. Klar, wir sind in die Saison reingegangen als großer Underdog. Ich denke, mit Fortuna Düsseldorf und Nürnberg waren wir die großen Außenseiter in der Saison. Und wir hatten ein großes Ziel. Dafür haben wir alles gegeben und haben auch jeden Tag darauf hingearbeitet. Und da ist es natürlich umso bitterer, dass es am Ende eben nicht gut für uns ausging. Und dementsprechend sind wir auch nach wie vor sehr enttäuscht darüber. Ja. Hanno, du hast dein 4. Jahr jetzt hier beim Club, hast die Relegation mitgemacht gegen Frankfurt, da den Aufstieg knapp verpasst, dann letztes Jahr aufgestiegen, jetzt der Abstieg. Trifft es einen als Kapitän und jetzt schon als fast schon richtigen Klubberer oder langfristigen Klubberer mehr? Ja, schon. Das trifft einen natürlich. Ich glaube, dass wir jetzt gerade zuletzt immer daran geglaubt haben bis zum letzten Spiel. Und wenn es dann soweit ist, dann trifft einen das. Das tut schon sehr weh. Da braucht man auch einige Tage, um damit klarzukommen. Aber ja, im Fußball geht es immer weiter. Jetzt haben wir den Urlaub vor der Tür. Wir werden da ein bisschen runterfahren. Ich glaube, da kommt jeder ein bisschen auf andere Gedanken. Und sobald es wieder losgeht, ist es dann aus dem Kopf raus. Dann wird der Blick wieder nur noch nach vorne gehen und dann greifen wir neu an. Du hast letztes Jahr miterlebt, die Aufstiegsfeier hier. Jetzt nach dem Gladbach-Spiel haben die Fans euch auch gefeiert oder auf jeden Fall Applaus gespendet. Ist schon was Außergewöhnliches, oder? Ja, das war überragend. Also wie wir jetzt nach dem Abstieg da trotzdem von den Fans gefeiert wurden und wie da der Zusammenhalt jetzt die ganze Saison zwischen den Fans und der Mannschaft war, das ist ist sehr gut. Ich denke, das wird auch so bleiben. Ich glaube, vor 4 Jahren, als ich hergekommen bin, da war es ganz anders. Da war eine ganz andere Stimmung rund um den Verein zwischen Fans und Mannschaft. Und das hat sich wirklich in den letzten Jahren zum sehr Guten entwickelt. Und ich hoffe, dass es natürlich so weitergeht. Christian, du bist mit Bundesliga-Erfahrung hier hingekommen im Sommer, hast schon den ein oder anderen Abstiegskampf mitgemacht, auch einen Abstieg mit dem HSV. Sind die irgendwie zu vergleichen, die beiden Abstiege, oder ist es trotzdem doch komplett anders? Puh, schwer. Im HSV der Abstieg war natürlich extrem bitter für uns Spieler, da es eben der erste Abstieg in der Bundesliga-Historie vom HSV war. Aber nichtsdestotrotz, um das jetzt so ein bisschen vergleichen zu können, ja, es ist so, dass mich das hier auch sehr getroffen hat, weil das ganze Emotionale, was um den Verein eben hier passiert, das nimmt man als Spieler auch sehr wahr. Und dementsprechend war die Enttäuschung bei mir persönlich sehr groß. Und wenn man sieht, wie es Hanno schon gesagt hat, wie die Fans eben das ganze Jahr hinter uns gestanden sind. Und das habe ich auch sehr selten in meiner Karriere erlebt, dass das Team so unterstützt wird, auch wenn man eine relativ lange sieglose Niederlage hat. Und deswegen bin ich sehr stolz auf die Fans. Ja. Hast du vor der Saison oder vor deinem Wechsel damit gerechnet, dass es so ein harter Abstiegskampf wird hier? Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste schon, dass unser einziges Ziel es eben ist, die Liga zu halten. Und ich denke, dass die Verantwortlichen auch sich dabei einen Teil dabei gedacht haben, eben so einen Spieler zu verpflichten, der eben schon Erfahrung hat auf dieser Ebene. Und mir war es vorher schon klar, was auf mich zukommt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich jeden Tag das Team wirklich auch schätzen gelernt habe, weil ich finde auch dieser Glaube, der in der Mannschaft ist, oder über die ganze Saison war, der ist nicht selbstverständlich. Und ich kann da auch nur vor jedem einzelnen Spieler meinen Hut ziehen, weil ich finde, dass wir alles Mögliche aus uns herausgeholt haben. Es gab die Saison ein großes Manko, das waren die Elfmeter von euch vorne. Wie erlebst du die von hinten, wenn die Kollegen nach vorne gehen an dem Punkt? Und dann am Anfang hat es geklappt, hinten raus dann in 2 Spielen nicht mehr. Wie erlebst du das? Ja, prinzipiell ist es so, dass ich mir die Elfmeter gar nicht mehr anschauen kann. Es ist so, dass ich mich schon ab dem ersten Elfmeter an immer rumdrehe und irgendwie zum Balljungen gehe oder irgendwelche anderen Sachen mache. Und da schaue ich dann auf die Reaktion der Fans, ob sie eben jubeln oder eben traurig sind. Und
Ja, aber das sind Kuriositäten, die passieren halt auch nur im Abstiegskampf. Und ich kann da auch wirklich keinem einzelnen Spieler auch nur keinen Vorwurf machen. Also da soll mal jeder Einzelne da vorne an den Punkt rangehen und den Ball da eben drüber hauen. Das ist nicht so einfach in unserer Situation und auch in dem Druck, in dem wir uns befinden. Und ja, klar, am Ende des Tages, wenn man sich das jetzt mal ein bisschen zusammenrechnet, wenn man jetzt sagt, wenn wir die jetzt alle gemacht hätten, dann wären wir vielleicht noch im Rennen. Aber im Fußball lässt sich leider im Nachhinein nichts ändern und ja, deswegen. Wieso guckst du nicht hin? Boah, ich weiß nicht, das hat sich schon damals beim HSV bei mir irgendwie eingeflößt. Also ich weiß nicht, ich brauche das nicht so wirklich. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt und deswegen schaue ich da nicht mehr hin. Hanno, du hattest vor deinem ersten Fehlschuss eine relativ gute Bilanz, hast die ersten 2 Wochen in der Saison verwandelt. Kannst du dir irgendwie erklären, woran es gelegen hat, dass es dann nicht mehr funktioniert hat? Ist man dazu verbissen? Will man zu genau zielen? Ändert man eine Taktik? Wie ist das? Ja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, der erste Fehlschuss gegen Leipzig, der Ball ist ein bisschen hochgegangen. Das war eigentlich nicht geplant. Ich weiß nicht, warum er dann an die Latte gegangen ist. Das passiert, glaube ich, aber. Und der zweite gegen Schalke, ja, ist gar nicht so schlecht geschossen, denke ich. Er hält ihn ganz gut. Elfmeter, das ist auch immer eine Sache. Wenn der Torwart die richtige Ecke hat dann, und relativ früh springt, dann kannst du ihn auch gut schießen, hält er ihn trotzdem. Ist natürlich bitter, weil das in 2 Spielen vielleicht den Ausgang natürlich verändert hätte. Aber im Nachhinein jetzt können wir es sowieso nicht ändern. Man weiß nie, was dann passiert wäre. Aber das war ja natürlich trotzdem bitter, dass die Bälle nicht reingegangen sind. Kannst du das direkt auf dem Platz verarbeiten? Ist das dann direkt aus dem Kopf oder nimmt man das noch das ganze Spiel über mit oder im Nachgang? Wie ist das bei dir? Ja, im Spiel kann man das relativ schnell, glaube ich, muss man von sich wegschieben. Es geht direkt weiter, man hat gar keine Zeit da groß drüber nachzudenken, muss dann direkt weiterspielen. Am Abend danach, wenn man das Spiel dann nicht gewinnt, hat man die Szene im Kopf, sowas bei mir jedenfalls. Ich habe da 2 Nächte sehr schlecht geschlafen, weil man dann im Bett liegt und immer wieder diese Szene vor Augen hat und denkt, warum hat man jetzt nicht den einfach locker da in die Ecke reingeschoben. Aber früher oder später kommt man damit dann auch klar.